Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Wir wollen heute ein Brot machen, was man abends, wenn man Besuch bekommt, mal eben schnell machen könnte. Das ist ein bisschen ähnlich wie Armer Ritter, nur vielleicht ein bisschen edler. Lasst euch überraschen. In aller Fiel ist blue. Ich will so ein bisschen Frühstückszwiebeln damit drauf machen. Die schneide ich jetzt mal eben ein bisschen klein. Und dann schmeiße ich die da gleich eben schnell mit in die Pfanne. Und blanchiere mir die mal eben an. So, ich habe die jetzt, die Frühstückszwiebeln, mal kurz ein bisschen anblanchiert. Die werde ich dann gleich mit da schön auf dieses Brot drauf machen. Und ich werde jetzt erstmal dieses Brot so ein bisschen mir dekorieren, so wie ich es gerne haben möchte. Dann werden wir es einmal hier in Ei mit Milch wenden und dann kommt es in die Pfanne und wird von beiden Seiten schön angebraten. Was schneidest du die Brötchen einfach durch? Ich schneide das Brot jetzt einmal durch, dann mache ich da ein ganz bisschen Butter drauf und dann belege ich das schön mit Schinken. Jetzt kein wirkliches Messer, um damit Brot zu schmieren. Nicht wirklich. Ich glaube, ich nehme gleich mal ein anderes Messer. Naja, doch, das geht. Geht auch mit so einem großen Messer. Endlich mal mit einem großen Messer irgendwie sowas machen. Eigentlich müsste ich mir jetzt mein großes Beil rausholen. Nein. Ich kann damit sowieso schon nicht mehr umgehen, weil ich die ganze letzte Zeit immer mit dem Beil gearbeitet habe. So, und jetzt tue ich da ein bisschen was von dem Schinken drauf. Wir wollen ja Geschmack haben, ne? Also gibt es da mal richtig was zwischen die Zähne. Das ist doch geil. Mal richtig schön belegt, das Ganze. Genau, und dann tue ich ein bisschen was hier von meinen Frühlingszwiebel da dran. So. Macht das Ganze dann noch ein bisschen frischer. Das sieht doch schon geil aus, oder? Ja. So. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Käse. Den tue ich da auch noch mit zwischen. Und dann tue ich den Deckel da drauf. Dann wende ich das gleich einmal da drin und dann geht es ab in die Pfanne. So, jetzt habe ich mir noch eine Tomate klein geschnitten. Die tue ich ja auch noch mit rein. Nee, die wollen wir nicht, den Teil. Aber das ist auch schon genug. So, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Jetzt brauche ich ein bisschen Käse. So, dann haben wir uns ein bisschen Mozzarella, geriebene Mozzarella gekauft. Den mache ich da jetzt noch schön drauf. Und dann kommt da gleich in die Pfanne die zweite Seite drauf. Und das Ganze dann einmal kurz da in die Milch-Eier-Mischung und dann in die Pfanne. Okay. So, dann kommt da jetzt noch die andere Hälfte oben drauf. Und jetzt mache ich mal eben schnell die Ei-Milch-Mischung. Ich hasse Eiweiß an den Fingern. Gibt nichts Schlimmeres als das. Ein bisschen Milch. Dann schlage ich das mal so ein bisschen auf. Dann kommt jetzt da noch Pfeffer und Salz rein. Ein bisschen schwarzer Pfeffer. Ein bisschen Salz.
Wunderbar. Das verquirlen wir jetzt auch nochmal. Dann mache ich mir mal eben die Pfanne an. Ein bisschen Butter in die Pfanne. Die löse ich mir jetzt auf. Und dann werde ich jetzt mal eben schnell das gleich da drin wenden. So, dann wende ich das jetzt hier einmal schnell in meiner Buttermilchmischung und tue das hier schön in die Pfanne. So, Pfanne wieder auf die Hitze. Sieht doch richtig gut aus. Ja, finde ich auch. Ich habe das jetzt schon einmal umgedreht und das ist auch gleich fertig. Und dann können wir das ja gleich mal probieren zusammen. So, wir sind fertig. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Und ich glaube, dass es auch richtig geil schmecken wird. So. So, schneide ich jetzt so durch. Sieht richtig gut aus. Sehr lecker. Du kannst das mal in der Mitte ganz und gar aufschneiden. Einmal so quer rüber. Ja. Um einmal zu zeigen, wie schön das geworden ist. Genau. Ja, das sieht doch geil aus. Ja, toll. Ja, das ist natürlich nicht sehr viel Aufwand, aber im Endeffekt richtig geiles Ergebnis. Experimentiert ein bisschen rum. Da kann man auch noch Zwiebel reintun, man kann da auch anderen Käse verwenden. Da kann man tausend Sachen zwischenlegen. Oder Spiegelei. Spiegeleier kann man noch oben drauf machen zum Beispiel. Mal gucken, vielleicht machen wir auch gleich noch irgendwas, dann zeige ich euch das auch noch. Aber ich werde mich jetzt einfach trotzdem schon mal verabschieden und Jajuk bestimmt auch. Tschüss. Tschüss, genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, dieses Video, abonniert uns, gebt uns einen Daumen. Habt ihr Ideen, Anregungen, meldet euch. Schreibt es unten rein, schreibt mir eine Mail, wie ihr möchtet. Ja, dann bis zum nächsten Mal, sagen Frank und tschüss. So, nochmal schnell Spiegelei. Das nochmal eben schnell hier oben mit drauf. Sieht auch geil aus, oder? So, den nächsten haben wir hier noch in der Pfanne liegen. Kannst du ja mal eben kurz zeigen hier, Schatzi, guck mal hier. Da liegt noch einer in der Pfanne. Der ist auch schon so gut wie fertig. Ja, können wir jetzt mal den nächsten kurz anschneiden. Den können wir jetzt natürlich nicht so mit Händen essen, weil so mit einem heißen Ei oben drauf ist ja dann immer schwierig. Ich schneide den jetzt hier mal ab. Schön mit Ei und oh, hier schön der Schinken da dran. Alter, mal gucken. Trotzdem lecker, ne? Mega geil. Mega geil. Echt ganz toll. Sehr schön. Ciao, ciao. Also dann doch nochmal einen kleinen Nachtrag. Ich hab's jetzt mal aufgeschnitten, damit ihr auch schön die Füllung sehen könnt. Sieht geil aus, oder? Okay, jetzt aber 100 Pro, wir sind weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.